Wir sind ist vorne, Folge 57, heute live von der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne, Frontend-Fakten-Frotzeleien, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Nein, das geht nicht. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr alle hier seid und schön, dass ihr auch da seid an den Empfangsgeräten zu Hause. Ja, man kann uns nämlich auch, wenn man das jetzt im Podcast hört, man kann uns auch live sehen, also nicht live, aber man kann die Folge, die wir jetzt gerade live aufnehmen, kann man dann im Nachhinein auch sehen. Die URL kommt natürlich in die Shownotes. Genau. Ja, ein paar Menschen haben sich gefunden, ist aber nett. Achtung. Dass wir nicht alleine hier sind. So. Wir machen mal hier so Show of Hands. Wer kennt uns denn noch überhaupt nicht? Oh, okay. Alle. Also wir müssen uns benehmen. Und wer hört den Podcast ab und zu? Wahrscheinlich die vordere Reihe nur. Ja, okay. Schaut, eine Person noch. Wer schaut den Stream ab und zu? Okay, auch nur die vordere Reihe. Gut, habe ich mir fast gedacht. Und wer ist nicht freiwillig hier? Okay. Das ganze Bock ist nicht freiwillig hier. Okay, alles klar. Ja, aber ich mache das doch, weil es Freude macht, oder? Ja, genau. Ja, genau. Jetzt glaube ich, da müssen wir uns kurz vorstellen, wer wir sind und was wir so machen, weil wenn die meisten hier uns nicht kennen, gut, in unserem Podcast, wenn wir es dann später veröffentlichen, dann das gut, ist halt die, langweilig, oder? Aber das sind ja vielleicht dann auch der eine oder die andere dabei, die das dann zum ersten Mal hört. Genau. Ich bin Moritz. Ich bin Konstantin. Wir machen Frontend Development und wir reden viel drüber. Wir reden gerne drüber. Wir machen das jetzt auch schon relativ lang, also wir haben was zu erzählen, glaube ich, oder? Ja, wir erzählen halt was. Also die Wahrheit ist, also wir haben halt irgendwann mal gesagt, der Unterschied zwischen Podcaster und Nicht-Podcaster ist halt, dass wir halt podcasten. Also das hat nicht unbedingt jetzt was mit, dass wir schlauer sind als andere zu tun, sondern wir reden halt in Mikrofon statt irgendwo. Genau, also wir saßen oft zusammen irgendwie bei einem Bier und haben gesagt, Mensch, eigentlich könnte man da fast einen Podcast draus machen und dann haben wir irgendwann zwei Mikros hingestellt und haben es gemacht. Genau, so ist es entstanden. Also so dieses, ich glaube, da viele Podcasts sind so entstanden. So, hey, warum haben wir jetzt nicht gerade ein Mikrofon nebendran gestellt und beim nächsten Mal haben wir es dann gemacht. Haben dann zwischendurch noch ein halbes Jahr damit verbracht, die Webseite zu programmieren. Ungefähr. Ja. Weil wir halt Frontendler sind, das muss dann halt irgendwie halbwegs fein aussehen. Genau, 4 Jahre machen wir das jetzt, glaube ich, schon, ne? Dieses Jahr. So ja. Lange, oh Gott. Was machen wir so im Podcast? Wir erzählen aus unserem Development-Alltag. Wir schauen uns immer mal wieder neue Sachen an. Kommen wir auch nachher gleich noch zu verschiedenen Kategorien, die wir da haben. Sollen wir mit was zu trinken? Wir sitzen auf dem Trockenen. Ja, wir müssen mal. Genau, wir haben nämlich immer traditionell, beginnen wir jede Folge mit einem Kaltgetränk. Früher immer Bier, aber irgendwann haben wir gesagt, wir werden schon zu Podcast-Alkoholikern. Deswegen ist es jetzt oft was Alkoholfreies, aber heute habe ich tatsächlich auch wieder was Alkoholisches. Aber das dabei. Ist serious, wenn man dann irgendwann einmal die Woche streamt und einmal die Woche podcastet, dann trinkt man mindestens 2 Flaschen Bier pro Woche. Und das ist schon regelmäßig. Auf so Fragebögen, so trinken sie regelmäßig Alkohol. Genau. Aber ich habe heute also tatsächlich ausnahmsweise zur Feier des Tages. Wo ist mein Becher? Ah, das ist mein Becher. Sehr gut. Ich war ja im Urlaub in Österreich oder an der Grenze zu Österreich und habe dir was mitgebracht. Und zwar einmal vom Stiegelbräu in Salzburg. Für mich? Die, ja. Also für jetzt hier. Schneeweißchen und Orangenrot heißt das, so ein Bier. Und Almdudler Mate Guarana. Und ist auch ein sehr hübsches Etikett. Ja. Almdudler Mate Guarana. Und hier den guten alten Flaschendosenöffner universell von der Oma Erbstück. Sehr gut. Das ist, ja. In der Zeit, als man noch Sachen so produziert hat, dass sie 100 Jahre halten. Aber hier Mate Guarana, Almdudler, das klingt so ein bisschen wie... Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bio-Brause Pastinake oder so.
Der eine oder andere kennt es vielleicht vom Känguru. Ich habe es leider nicht erfunden. Willst du gleich aufmachen? So, was wie? Achso, Moment. Muss ich jetzt entscheiden, was du... Ist ja gar nicht... Achso, wir fangen fang hier mit... Ich will das jetzt mal probieren. Achtung, es schäumt ein bisschen. Das ist von dem Rad durchgeschüttelt worden. Okay, so. Achso, du hast auch eine. Perfekt. Ja, ich habe... Okay, und dann... Schnell, warte, Moment. Warte mal. Das ist gleich auch noch aufmachen. Aber die mache ich jetzt noch. Hier für ASMR. Das machen wir in unserem Podcast und Stream immer, dass wir es alle mithören dürfen, wie sie unsere Getränke anhören. Ja, ihr wartet auf Technik und so, gell? Da könnt ihr lange warten. Also es ist oft so, dass wir irgendwie eine Dreiviertelstunde brauchen in der Folge, bis wir dann zum Technikteil kommen. Also. Aber die Folgen sind auch manchmal 4 Stunden lang. Also. Genau, okay, heute haben wir nur eine. Also müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen ranhalten. So. Jetzt können wir echt mal einen echten Anstoß. Normalerweise stoßen wir immer durch ein Portal an, weil jeder bei sich zu Hause sitzt. Aber man muss dazu sagen, vielleicht für die, die es jetzt nicht sehen können, es ist eine sehr, sehr kleine Flasche. Null. Nee, weiß ich nur, orangenrot, wer ist noch das da drauf gekommen? Kostnotiz des Braumeisters, ich lese kurz vor. Okay. Strohblond, schaumgekrönt, fruchtig, runde, Zitrus-Orangen-Aromatik, schlank und mild, angenehm, spritzig und belebend, trockener Abgang, also eigentlich alles. Habe ich jetzt nicht gemerkt, schmeckt halt nach Bier. Ja. So. Genau, also wir machen. Biersommelier spricht aus dir, du hast richtig Ahnung. Wir haben den Podcast, wir haben aber auch seit, glaube ich, 2 Jahren jetzt einen Stream, wo wir dann ein bisschen näher, weil Podcast ist immer schwierig, Technikthemen, Programmierung beibringen durch nur Hören. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Stream. Ich musste dann den Moritz ein bisschen überrumpeln. Stimmt, das war komisch. Ich musste Konstantin dazu überreden, dass wir Podcast machen. Und er musste mich dazu überreden, mein Radiogesicht genau. ins Fernsehen zu halten. Und der Plan war eigentlich, hey cool, dann können wir mehr Technik zeigen. Und manchmal klappt das. Und manchmal machen wir auch andere Dinge. Ja, oft ist es auch so gemeinsam mit der Community. Wir wissen nicht, ob es stimmt, ne? Aber wir behaupten einfach, wir sind Deutschlands einziger Stream mit Faxnummer. Also genau. Man kann uns einen Fax schicken. Könnt ihr rechts oben sehen, also Faxnummer könnt ihr uns wirklich schicken. Ihr könnt uns auch jetzt einen Fax schicken, wenn ihr Lust habt. Genau, wenn das reinkommt. Und am Ende der Sendung gucken wir mal kurz rein, ob wir einen Fax gekriegt haben und dann würden wir das vielleicht auch zeigen. Genau, und Hot Tub Stream, lasst euch davon nicht irritieren, da müsst ihr bei Twitch mal dazu kommen, dann erklären wir das genauer, was es damit auf sich hat. Genau, also da produzieren wir auf immer so vorteilhafte Bilder wie das hier oder ich springe nochmal irgendwo anders hin. Also es ist immer sehr, manchmal spielen wir auch am Ende noch eine Runde, aber wir sehen vor allem immer sehr vorteilhaft aus dabei. Immer in jedem Frame, jeder Frame ein Treffer. Ist eigentlich egal, was für ein Video man von sich macht, wenn man sich länger filmt, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Frame, den man dabei rauszieht, dass der fürchterlich aussieht. Also ich habe jetzt wirklich nur wild rumgeklickt und irgendjemand sieht immer blöd dabei aus. Vielleicht liegt es an uns. So, warte mal, ich muss hier gerade mal... Ja, also ich glaube, dann sind wir jetzt mit dem Intro-Teil fertig und kommen zum ersten Programmpunkt. BBSIV präsentiert die Retrospektive. Wenn wir da dieses Bild stehen lassen, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, machen wir was Schöneres. Ja, mal, genau. Am Anfang von unserem Stream kann man übrigens 2048 im Chat spielen. Wer das Spiel kennt, ist so ein bisschen nerdig. Man kann da so Zahlen zusammenschieben, bis man. Bei uns muss man nur auf 64 kommen. Das ist die einfache Variante. Ja. Sonst sitzen wir ewig. Wir haben natürlich auch alles selber entwickelt und auch im Stream teilweise gezeigt. Wir haben so ein Soundboard, also das, was wir jetzt hier haben, können wir auch im Stream. Und da wir remote sitzen, habe ich da ein Node-Skript gebastelt, was da, beziehungsweise NWJS ist das. Und das ist so ein kleines Programmchen, das da läuft und geht nach draußen durch die Firewall und der Moritz kann dann auf den Knopf drücken und dann spielt das im Stream oder im Podcast. Ach, du hast noch. Ich hab noch Geschütze bisschen, aufgefahren. Ich habe noch ein bisschen Themen gebracht. Aber es sieht jetzt so aus, als ob ich der super Alkoholiker wäre, aber das ist eigentlich für euch. Wenn jemand ein Bier will, könnt ihr es euch hier abholen. Ja, hier. Da. Das gute Wölfel aus zurück. Karlsruhe. Noch jemand? Ah, sehr gut. Bitteschön. Eins brauche ich vielleicht noch für später, aber eins wäre noch, wenn. Ich lasse es mal hier stehen. Es ist nicht besonders kalt, leider. Also Retro ist bei uns, eigentlich reden wir am Anfang da immer so ein bisschen, was seit der letzten Podcast-Folge passiert ist bei uns. Also irgendwelche Dinge, die wir auf der Arbeit getan haben, die uns irgendwie geärgert haben oder erfreut haben, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und heute, der Titel, der Talk kann man ja gar nicht sagen, ihr erwartet das vielleicht irgendwas, wenn ihr überhaupt einen technischen Hintergrund habt, Programmierhintergrund, Web, was mit Scoping, Hoisting, Const versus war. Nee. der Titel ist einfach nur Quatsch. was passt zu einem Chaos-Event? Irgendeine Tech-Anspielung auf Star Wars. Genau, ja. Und wir haben das uns natürlich langweiligerweise von ChatGPT verschiedene Sachen generieren lassen. Und unter anderem kamen da auch noch ein paar andere Titel raus, die nicht so gut waren wie der.
wie zum Beispiel die Rückkehr des JSX-I. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Statt JSX. Die Rückkehr, nee, aber minus I. Ach so, damit es mit Jedi passt. Also, damit es mit die Rückkehr der Jedi reicht, egal. Oder das HTML schlägt zurück. Naja, also ChatGPT war da nicht sehr, nicht sehr kreativ. Nicht so super. Kreativ. Aber du hast tatsächlich was zu erzählen. Ah ja, das ist nur, ganz kurz. Ich habe am Donnerstag erfolglos die Essensschlange beschallen dürfen. Und dann hat es angefangen zu regnen. Das war, glaube ich, der einzige Regen, der überhaupt jetzt hier war während der GPN, war während meines DJ-Sets. Also danke. Hattest du Why Does It Always Rain On Me in deiner Playlist? Nee, aber It's Raining Man. Ah ja. Aber das habe ich tatsächlich erst spontan dann. Ja, das kann man, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Das haken wir ab. Wir müssen jetzt schnell zu was anderem kommen. Ja, GPN, Highlights. Achso, ja, Highlights bislang. Ich habe zum Beispiel den Talk gesehen über das Karlsruher Modell. Also wohnt zwar schon lange in Karlsruhe, wusste ich gar nicht. Also nicht so in der Tiefe Bescheid. Hat es noch jemand gesehen, den Talk über das Karlsruher Modell? Weiß jemand, was das Karlsruher Modell ist? Da geht es darum, dass, ist glaube ich so für Trainspotter, gehöre ich nicht dazu, aber ist trotzdem super interessant, die Straßenbahnen in Karlsruhe fahren auf der gleichen Spurbreite wie Deutsche Bahn. Das ist für Straßenbahnen eher ungewöhnlich, die haben normalerweise schmalere Spur. Und deswegen können mit entsprechend ausgestatteter Technik die Züge auch auf normale Deutsche Bahnstrecken fahren. Fährt das eine stromlinks runter, das andere fährt hoch und dann können die da weiterfahren. Deswegen kann man von der Innenstadt aus quasi extrem weit fahren mit dem Zug, ohne dass man irgendwie an den Hauptbahnhof muss. Egal. Fand ich finde, das zeigt halt sehr so den Querschnitt und die Vielfalt hier bei der GPN. Ne? Gut, ich meine, die Schnittmenge aus Technik-Nerds und Bahn-Nerds ist, glaube ich, eben auch nicht sehr gering, aber es zeigt halt ja, um was es hier alles geht. Also kann man nur empfehlen, es ist meine erste GPN auch dieses Jahr, aber ich finde es echt cool, was hier geboten wird. Ich habe leider nicht geschafft, hier mir wirklich Talks vor Ort anzuschauen, aus familiären Gründen, aber ich habe dann zu Hause die auch nachgeschaut. Auch das finde ich cool, dass man da also wirklich, erstens, dass es hier nichts kostet und du kannst dann auch noch zu Hause das spenden. Aber dass man hier einfach reinmarschieren kann, sich das angucken kann, aber auch von zu Hause alles nachverfolgen kann, sehr cool. Sehr cooles Konzept. Ja, sehr geiles Event. Und schön, dass wir auch hier sein dürfen. Hier nochmal vielleicht danke, falls er zu... Nee, der ist bestimmt schon beschäftigt mit seinem Talk später. Danke an Madonius, der uns gefragt hat, ob wir das hier machen wollen. Genau. Es ist für uns auch was Neues. Also deswegen auch, also so ein bisschen ist der Titel, hat schon was damit zu tun. A new scope. Für uns ist das hier eine neue Scope. Also wir haben noch nie live auf einer Bühne gesendet. Aber es kommt noch ein bisschen Technik. Ja, ein bisschen kommt auch noch. Bisschen. Ihr dürft auch rausgehen, wenn es euch so langweilt. So. Achso, ich glaube, du hast nicht mehr geupdatet, aber das macht nichts. Du weißt. Was? Weiß ich? Ja, achso, ja, das, ja, okay. Genau. Ja. So. Sollte das nicht automatisch updaten, egal. Achso, ja. Ja, tut's aber nicht. Trello updatet nicht immer automatisch, das wissen wir jetzt auch. Aber vielleicht, weil du bist hier nicht im WLAN, deswegen. Achso. Egal, nee, lass. Ja. Ich fasse nichts an. Okay. Dann kommt jetzt eigentlich die nächste. Also ich fahre einfach mal. Ja, mach das. Die Property der Woche. Das ist eine Rubrik, die wir normalerweise im Podcast haben. Und da wir aber heute sehr, sehr, sehr viele Properties haben, die quasi das Thema sind, überspringen wir das im Prinzip und kommen eigentlich dann direkt zum nächsten Thema. Rubrik. Achso, das ist also man muss jetzt gut stecken, oder? Nee, einfach erstmal noch ein Jingle. Ja, das ist eben dann die Frage. Oh Gott, wer fängt denn da jetzt an? Naja, egal. Ja. WWSIV. Entscheide dich. Ein kleines Spielchen, das wir mit unseren GästInnen gerne spielen, so zum Aufwärmen reinkommen, die GästInnen kennenlernen. Entscheide dich, es werden Fragen gestellt à la Katze oder Hund und dann muss man aus der Pistole sagen Banane. Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Katze. Natürlich. Wir dachten jetzt, wäre vielleicht mal ganz nett so für die, die uns nicht kennen, also für die meisten hier und auch für die Leute, die uns regelmäßig hören, aber so über uns noch nicht so wirklich privat was wissen. Wir spielen es mal mit uns und es ist immer ganz lustig. Idee. Ja, es ist ganz lustig, immer den sich da Fragen auszudenken für die GästInnen. Aber das jetzt selber machen zu müssen, das klang witzig lustig. Beim Ausdenken, aber Also magst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich hätte es hier. Du hast es da, okay. Auf dem großen Display, dann kann ich es ja sehen. Dann fang ach so, ich an. Ach so, ja, nicht schlimm. Ja, dann wegdrehen. Wir brauchen aber noch, warte mal hier. Bisschen Spannung reinbringen. Wo ist er denn? Ach so, das heißt so. Das ist echt schon stressig für mich jetzt, allein nur, wenn ich mir Fragen stelle. Okay. Red Bull Cola oder Pale Ale? Red Bull Cola. Pizza oder Sushi? Sushi. Pink oder Glitzer? Glitzer.
Was jetzt? Glitzer. Glitzer. RGB oder monochrom? RGB. Schnell oder perfekt? Perfekt. Vue.js oder OpenType.js? Vue.js. Corona-Warn-App-Anbindung oder OBS-Bugs? OBS-Bugs. 24 Stunden Hot-Tub-Stream oder 2 Wochen Subathon? Hot-Tub-Stream. Worms Armageddon oder Worms WMD? Worms WMD. Lüfter oder kein Lüfter? Kein Lüfter. Bluescreen oder Beachball of Death? Bluescreen. GPN oder Beyond Tellerrand? Ist ja gemein jetzt. Beyond Tellerrand. Okay, oh. Okay. Du kannst laufen lassen. Ach so. Wir machen gleich weiter mit dir. Okay, dann, ja. So. Oh je. Safari oder Chrome? Safari. Accessibility oder Usability? Accessibility. Regeln folgen oder folgen Regeln? Folgen Regeln. Dream Theater oder Fandom Plus? Dream Theater. Hahn oder Greedo? Hahn oder was? Hahn oder Greedo? Greedo. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Original Series oder Next Generation? Next Generation. Discovery oder Enterprise? Discovery. Vegan oder nicht vegan? Vegan. Gulasch oder Waffel? Gaffel? Muss nochmal, warte mal hier. Gulasch. Ist nicht. Gulasch. Flora oder Club? Club. GPN oder Congress? GPN? Hey! Das ist doch. Okay, ja, oh Gott. Du hast dir aber auch Mühe gegeben. Ja, natürlich. Das überrascht dich jetzt, dass ich mir mal Mühe gegeben habe. Ja, wahrscheinlich hätte ich nicht ankündigen sollen, dass ich dich ein bisschen quälen werde mit den Fragen. Und naja, so, gut. Aber jetzt endlich. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. Wir sind noch ein bisschen schnell. So, okay, dann gehe ich hier mal weiter. Also unsere Slides sind heute ein Browser, weil wir machen ja Frontend. Also wir brauchen kein Keynote oder sowas. Wir nutzen einfach Browser-Tabs. Und vielleicht hätte ich mir jetzt noch merken sollen, wie der Shortcut war mit zum nächsten Tab springen. Aber ich muss es jetzt von Hand machen. PC könnte ich dir sagen, Apple weiß ich nicht. Ja. Es ist aber Chrome, es ist total egal. Was? Ja, auf Windows ist es Steuerung. Command-Tab. Nee. Alles geht kaputt. Oh. Nee. Jetzt liegen wir noch irgendwelche Sachen hier schön. Ja. nein, das ist es nicht. Achso, ich habe tatsächlich was vergessen. Ich habe tatsächlich vergessen, hier auf Dings da. Notifications. Nicht stören zu stellen. Das hätte ich vielleicht noch machen sollen. Übrigens, dieses kleine Icon da oben, das ist eine App, die heißt Amphetamin. Und die hält den Rechner wach. Ist mir gerade noch eingefallen, was ich da gerade gesehen habe. Ist klar, ja. ist klar. So, wir fangen an, also wir haben uns überlegt für die GPN mit so, was waren denn in unseren vergangenen Podcast-Folgen oder Streams? Dinge, die wir so ein bisschen kaputt gespielt haben, weil das ist ja irgendwie schon so ein bisschen, das Thema ist generell so, wie kann man denn Dinge benutzen, anders als sie eigentlich gedacht sind oder wo sind denn die Grenzen davon? Es ist nicht alles, wir haben auch ein paar coole Sachen dabei, die einfach nur nett sind, wo wir nicht wissen, ob die jeder so weiß, wo man vielleicht noch was lernen kann, hoffentlich. Aber wir haben angefangen mit Grenzen ausloten hier. Und zwar, weiß nicht, wer von euch schreibt HTML ab und zu mal? Na, doch schon ein paar. Total, ja. Sehr gut. Dann kennt ihr wahrscheinlich die Ordered List OL. Genau, also das ist einfach nur eine Auflistung von Dingen, die dann eben durchnummeriert wird automatisch vom System. Also OL, Tag mit LI-Elementen üblicherweise darin. Kann man auch verschachteln, wie ihr hier sehen könnt. Vielleicht mache ich es noch. Muss mal gucken, kann man das gut lesen? Ich mache es vielleicht noch mal ein bisschen größer. Ist das irgendwie okay so? Kann man das halbwegs lesen, auch den Code rechts? Ja, nicken, auch in der letzten. Ah, da hinten nicht. Dann mache ich gerne noch eins größer. Gucken wir mal. Besser? Okay, sehr gut. Genau, wir müssen mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Mal hin und her, weil es geht nicht bei allen Demos so gut. Genau, also das ist so eine ganz normale Ordered List. Die Section da, die muss euch nicht kümmern. Das H2 auch nicht. Es geht tatsächlich nur um dieses OL mit LIs drin und dann nochmal verschachtelt OL, LI. Und das ist jetzt erstmal relativ unspektakulär. Die Zahlen kommen da einfach automatisch hin. Das macht der Browser. Ah, ich sehe gerade Control-Tab. Das kann ich gleich mal ausprobieren. Dann beim nächsten. Ja, okay. Genau. Muss ich mir, kannst halt mal so lange hoch, bis ich zum nächsten springe. Danke.
Okay, genau. Also so weit, so gut. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer schürft in den Standards, dann findet man raus, dass es da so noch so ein paar Attribute gibt, die man den Listen geben kann, die zumindest ich nicht so kannte. Das ist also, geht so ein bisschen über die Standards. Können wir auch gleich mal hier Show of Hands machen, ne? Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, Feedback einzuholen. Kennt jemand Attribute, die man dem OL geben kann? Da hinten, okay. Ah, ja, genau. Das kommt auf jeden Fall noch. Ich glaube, wir müssen das wiederholen, ne? weil das hört man schon. Genau, also es kam, die Antwort, es gibt das Nummernsystem, genau, das kommt auf jeden Fall noch. Aber ich zeige jetzt mal was. Also es gibt zum Beispiel, man kann zum Beispiel den Start festlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, starte mir mit dem vierten Punkt, also mit der Nummer 4. Dann schreibe ich einfach hier Start 4. Wer kennt das? Wer weiß das? Aha, okay, schon mal gesehen, immerhin. Ah, so ein bisschen unsicher auch hier. Man kann das auch mit negativen Werten nehmen. Also das hier ist eine ganz normale OL ohne weitere Attribute. Das heißt, das sind einfach nur ganz normale arabische Ziffern. Kann also auch zum Beispiel bei minus 3 starten und geht dann bis zu 0. Oder man kann zwischendurch nochmal sagen, ja, ich möchte gerne bei 42.235 starten oder so. Das geht auch. Genau, so. Was aber auch geht, und da wird es jetzt schon ein bisschen, da wurde ich schon ein bisschen unsicherer, reversed, kann man auch sagen. Dann dreht sich das ganze Ding rum. Das ist tatsächlich einfach nur das Reversed-Attribut, was damit reingegeben wird. Und dann starte ich halt bei einer Liste, die, und hier ist auch noch Start, ist auch noch 4. Also das heißt, es geht dann quasi rückwärts von 4. Man startet dann hier 4, 3, 2, 1 und dann 0, minus 1. Also es wird dann schon irgendwie ein bisschen funky. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Aber es geht immerhin und es verhält sich, finde ich, erwartungsgemäß, würde ich jetzt sagen. Natürlich immer auch nur in Kombination macht es natürlich erst richtig Spaß, weil es jetzt einfach nur reverse wäre, wäre es langweilig. Aber ich wollte halt einfach auch wissen, geht das auch, dass es tatsächlich dann ins Negative geht. So. Dann den Type, das hatten wir gerade, das Attribut heißt Type. Da kann man dann zum Beispiel Type groß I, wären große römische Ziffern. Man kann auch klein I nehmen, das sind dann kleine römische Ziffern. Auch das kann man reversen. Es gibt auch Type A, dann wird mit Buchstaben durchgezählt. Und in dem Fall war der Start ja 42.235 und das sind die Buchstabenrepräsentationen davon. Also reverse, das wäre jetzt tatsächlich die BJLK ist 42.235 in Buchstabenrepräsentation. Okay. Also von A weiter und dann genau, geht es halt weiter. A, hast du das erweitert, die Demo? Das war doch in der ursprünglichen nicht drin, oder? Nee. Weil ich habe es ja noch mal mehr kaputt gespielt. Egal. Also da kommen wir gleich noch zu. Konstantin hat noch andere schlimme Sachen damit gemacht. So. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die nicht gehen, wo das ganze System dann aussteigt. Nämlich zum Beispiel negativer Start bei römischen Ziffern. Keine Ahnung, warum man das braucht, aber das geht auf jeden Fall nicht, weil es gibt ja auch im römischen Zahlensystem auch keine Null. Ja. Also es gibt auch dem Folge keine minus 1 oder sowas. Gut, Roman Lowercase, also kleine römische Ziffern logischerweise. Lowercase Letters und also mit Buchstaben kann ich auch nicht ins Minus gehen, weil was ist Minus A? Ich habe keine Ahnung, wie das dann weitergehen würde, aber das ist auf jeden Fall nicht spezifiziert. Also was hier vorne steht immer Minus 1, weil das einfach nicht geht. Das haben wir ja ausprobiert. Moment, die Demo ist hier. Also ich habe es versucht, bei Minus 1 zu starten mit Roman und dann kommt halt einfach trotzdem die Minus 1. Das ist dann offenbar der Fallback, der immer auf die Gesundheit. Genau, Gesundheit zurückgeht oder so. Dann habe ich jetzt hier was, ich habe mal geguckt, wie weit kann man denn mit römischen Ziffern gehen? Ich weiß nicht, ob sich damit jemand auskennt. Ich habe auch erst dann mich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist nämlich die, in dem normalen römischen Zahlensystem, das sagt, du darfst nur maximal 3, wir haben es vorhin nochmal nachgeschaut, du darfst maximal 3 gleiche. Genau, weil die Position der Buchstaben entscheidet ja, ob du abziehst oder addierst. Ne? Und deswegen ist die größte Zahl, die man in diesem System machen kann, 3.999. Ich weiß nicht, ob man oft eine Liste braucht, die länger ist als das mit römischen Zahlen. Aber wenn ich jetzt bei der 4.000 zu 4.000 gehe, dann wird die tatsächlich wieder als arabische Ziffer dargestellt, was ich irgendwie schon interessant fand. Das geht nicht und Lowercase geht natürlich dann auch nicht. Und da haben wir nämlich dann vorhin noch in den Standard mal geschaut, weil wir dachten, das ist doch komisch, dass es bei 4000 einfach stehen bleibt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es dann irgendwie 4001 halt in arabischen Zahlen weitermacht. Und genau, da haben wir geguckt, was sagt denn der Standard? Und es gibt da tatsächlich eigentlich. Da ist was Interessantes. Also es ist so, man ist sich nicht so richtig einig, gehört das jetzt so richtig dazu oder nicht, aber es gibt wohl so eine Möglichkeit, da nochmal so einen Strich drüber zu machen und dann wird das mal 1000 genommen, genau. Glaube ich, was ja. Da steht.
ist schon irgendwie. Oh! Haben wir. Sorry for this interruption, I have Chaos Post for you. Oh, oh, das ist schön, wir haben Post gekriegt. Enjoy. Ich wollte nur kurz stören, weitermachen. An einen Speaker in einem Saal, ja, ist gelungen. An einen Danke. Speaker, okay. Gut. Vielen, vielen Dank an die Chaos Post. Ich habe mich schon gefragt, wann wir die erste ja, Chaos Post cool, kriegen. Ne? Ja. Also schickt uns jetzt alle Chaos Post, kann man auch online machen, glaube ich, gell? Genau. Also, diese Schreibweise, gut, ich glaube, ich brauche es nie, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es das offenbar gibt. Es ist im, also ihr seht hier, das ist die HTML-Spec. Es ist offenbar spezifiziert, aber kein Browser macht das. Also weder Firefox noch Chromium hat das irgendwie umgesetzt. Safari habe ich es nicht ausprobiert, aber ja. Egal, fand ich irgendwie trotzdem interessant. Es gibt was, ich glaube, ich habe mal einen Standard gefunden, wo stand, danach kommt halt nichts mehr. Und aber offenbar ist es spezifiziert jetzt aktuell, aber jo. Ja, ne? Das ist das, was wir gerne machen, die Grenzen der Standards und der Implementierungen austesten. So, und das auch jetzt, hier geht es nämlich noch weiter. Genau, war das nämlich noch nicht kaputt genug? Und dann habe ich gedacht, was passiert denn, wenn ich es mit Buchstaben durchnummerieren lasse, aber den Start so setze, genau, also das ist reversed, umgedreht mit Buchstaben und noch den Start so gesetzt, dass ich dann irgendwann auf A zulaufe und dann, was es dann macht, interessanterweise fängt es an mit 0, minus 1, minus 2 weiter durchzunummerieren. Ist halt immer der Fallback. Also ist halt immer genau. Der Fallback. Und mit Start 24, dann, genau, das haben wir jetzt vorhin schon gesehen, deswegen, ich glaube, du hast da nochmal an der Demo, du hast hier nochmal erweitert, weil das war nämlich ursprünglich nicht drin und da habe ich gedacht, was passiert denn aber, wenn ich bei Z bin und ich habe aber mehr als irgendwie 26 Punkte und dann macht es eben weiter mit AA, AB, AC und so weiter und es geht immer weiter, bis man dann diese komischen Buchstabenkombinationen hat, die du vorhin gezeigt hast. Genau. Also weird stuff. Man braucht es wahrscheinlich nie, aber ist interessant. Ja, aber sagen wir ja einfach, bei uns geht es ja nicht drum, braucht man das, oder? Haben ist besser als brauchen. Ja, genau. so, ich weiß nicht gerne, es gibt, wir haben noch hier den Wikipedia-Artikel zu den Roman Numerals, wo genau das irgendwie erklärt wird und wie das heißt. Moment. Das geht nämlich noch weiter. Man kann nämlich statt einem Strich auch eine Box drumherum machen genau, und dann wird es mit 10.000 multipliziert. Ja, verrückt. Ich glaube, ja. Dass man es mal gehört hat, ne? So, machen wir das nächste. Machen wir jetzt ein bisschen bunt. Ja. Okay. Also, ihr kennt ja Scrollbars, ne? Also, ihr seht das hier auch rechts am Rand. Scrollbars. Früher, ganz, ganz, ganz früher, durfte man Scrollbars im Internet Explorer mal stylen. Und dann wurde das irgendwie ausgebaut mit dem Grund, es ist nicht so gut mit User-Interface-Elementen, die Leute rumspielen zu lassen, sondern dann weiß halt keiner mehr, was damit zu tun ist. Aber ich glaube, damals konnte man nur einfärben. Man konnte, glaube ich, sonst nicht. Ich glaube, man konnte eine Farbe geben, ja, für die komplette Scrollbar. Genau. Das wurde irgendwann wieder, wurde halt nicht übernommen. Das war halt nur so ein Internet-Explorer-Ding. Die Älteren werden sich erinnern an den Internet-Explorer. Wenn ihr euch nicht an den Internet-Explorer erinnert, dann ist das gut. Also, ihr Glücklichen. Das ist total okay. So, und es geht aber jetzt wieder, es gibt in WebKit wieder eine Möglichkeit, also in WebKit-basierten Browsern, ich weiß gar nicht, ich habe Safari gar nicht getestet, also Chrome und alles, was da so dazugehört, in Firefox geht es meines Wissens nach nicht, aber die wollten es, glaube ich, das ist veraltetes Wissen, egal. Und dann kann man, wenn man möchte, das sind Scrollbalken, also man kann... Ich sage auch nicht, dass es sinnvoll oder dass ihr sollt es nicht machen. Wir sagen euch hier, was ihr nicht machen sollt, auf jeden Fall. Ja, genau. Das Ding ist so mit so einem komischen WebKit-Prefix Scrollbar. Das ist tatsächlich jetzt in dem Fall die Breite und die Minimalbreite und die Minimalhöhe. Deswegen wird das Ding so fett. Dann haben wir Scrollbar Track, das ist der Hintergrund. Dann seht ihr hier so Repeating Radial Gradient. Das ist jetzt so, das Muster habe ich nicht selbst gebaut, aber man kann halt mit Radial Gradients oder mit verschiedenen Gradients in CSS kann man halt so kleine Totenköpfe bauen und eben auch, wie ihr seht, dieses Biohazard-Symbol, was auf diesem sogenannten Scrollbar Thumb, genau, das ist das Ding, was man anfasst, was man hin und her schiebt. Das kann man damit machen, wenn man möchte. Und ich habe vorgestern, als wir vorbereitet haben, den Konstantin gefragt, sag mal, kann man das vielleicht auch animieren? Weil und das konnte das ich natürlich noch nicht entgehen lassen. War noch nicht dann, kaputt genug? Genau. Ja, was heißt kaputt? Aber es war noch nicht, da muss noch mehr, da geht noch mehr. Also das. Und, ja. Genau, kannst du mal weiterschalten. Achso, was war, achso, okay, ja, Bier, kann ich gerne weitergeben, bitteschön. Habt ihr einen Öffner? Ja. Okay, sehr gut. Hoppla. Achso, jetzt ist das der Moment für einen Applaus, oder? Also. Hab ich gelernt. Also zur Erklärung für den Podcast ist gerade jemand vom Stuhl gefallen. Und das Flasche so umwerfen hab ich gelernt. Genau, wenn es draußen kleppert, dann wird geklatscht. Genau, es wird geklatscht.
Das sehen wir gleich. Ja, okay. Das ist aber auch nichts ausgelaufen, oder? Sehr, sehr gut, sehr gut. Genau, also meine erste Intention war, okay, dann machen wir halt irgendwie Keyframes und eine CSS-Animation und animieren den Hintergrund. Aber da haben sich die Browserhersteller wohl irgendwie gedacht, das ist zu viel des Guten, das verhindern wir. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht ein bisschen weiter versucht hätten. Und es geht, indem man die Hintergrundfarbe oder die Animation der Hintergrundfarbe nicht auf diese Pseudo-Elemente setzt, sondern auf den Container, zu dem die Scrollbars gehören. Und dann kann ich Background Inherit setzen und dann funktioniert das auch mit der Animation. Achso, ist das hier, ja, man sieht so ein bisschen. Genau, das ist relativ dezent. Da unten CSS-Gradient, der halt durchwandert, der sich größer aufspannt, als das Element ist und dann durchanimiert wird mit einer Transition, mit einem Transform. Und ja, kann man machen. Kann man machen, aber Konstantin hat da noch nicht aufgehört. Ich habe dann auch gemeint, es blinkt zu wenig. Es war seine Idee. Er hat gemeint, ja, da, vielleicht kriegen wir noch was anderes hin. Und dann ist mir eingefallen, ja klar, es gibt animierte SVGs. Ja, es gibt animierte SVGs und ja, das geht offenbar, wie wir dann gelernt haben. Also hier tatsächlich Hotlinking auf andere Seiten, das ist immer erwünscht. Das ist immer eine gute Idee, das zu machen, sich die Grafiken von anderen Seiten zu ziehen. In dem Fall natürlich schön. Was ist das eigentlich? Das ist so ein Android? Das ist ein Android mit aufgeklapptem Mund, der irgendwie verschiedene Browser ist. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist das Edge-Logo, ist gar nicht mal Internet Explorer. Edge, Firefox und ein grüner Apfel, sehe ich das richtig? Rot-Grün-Schwäche oder ist er orange? Er ist grün. Immerhin. Ja. Ja, sehr schön. Unbedingt nachmachen, auf eurer Seite so einbauen. Die Codepen, die Demos, keine Ahnung, könnt ihr Konum auf Codepen folgen und angucken. Die sind alle öffentlich. Oder halt, wenn die Demos von mir sind, Shownotes angucken, genau. Oder halt die Demos von mir. Das ist, mein Name ist... Also normalerweise würde man vielleicht einfach eine Schmuckfarbe wählen oder zwei für den Anfasser noch und damit arbeiten. Also man könnte das zum Beispiel so machen wie auf unserer Podcast-Seite. Das ist sehr eher dezent, sage ich mal. Ja, so sich an die Farben annähern. Und aber ich finde eigentlich... Ich finde es eigentlich schon so schöner. Sollten wir eigentlich bei uns auch einbauen. Ja. Aber vielleicht, mir ist es noch nicht hektisch genug, ehrlich gesagt. Aber wir haben jetzt nichts Hektischeres, keine Angst. Also das, doch, wir haben noch eine hektischere, nee, haben wir? Ich weiß gar nicht genau. Okay, dann kommen wir jetzt, warte mal, Moment. Ach so, das Carrot ist da hinten. Okay, gut, die Reihenfolge ist, glaube ich, ein bisschen anders, als ich es im Kopf hatte, egal. Dann kommen wir jetzt noch zu was Schönem, was irgendwann kommen wird, hoffentlich. Aber wir haben vorhin festgestellt, oder ich habe vorhin siebenteils festgestellt, dass die Demo, die ich dafür mal gebaut habe, komplett kaputt gegangen ist, weil die Browserhersteller mittlerweile irgendwie, also das ist ein Standard im Entstehen. Ich zeige dann gleich mal, um was es geht. Wenn ihr Webseiten baut, dann seid ihr bestimmt schon mal auf das Problem gestoßen, dass ihr so eine Select-Box, dass jemand zu euch sagt, die würde ich jetzt gern stylen. Also auf dem Mac sieht das so aus, das ist so ein ganz Standard. Ich habe hier so ein Auswahlfeld, ich drücke da drauf und dann habe ich verschiedene Optionen, die ich auswählen kann. Das ist so eine Standard-Select-Box. So, das ist schon immer ein Schmerz gewesen, wenn Grafiker dann kommen oder UX-Designer und sagen, hey, style das mal. Und man kann ein bisschen was machen. Man kann ein bisschen was machen. Das hier ist zum Beispiel eine Demo von Chris Coyer. Der hat die Seite CSS-Tricks gegründet. Ich behaupte, der hat das ganz gut verstanden, was man so alles machen kann. Aber das Einzige, was man machen konnte bislang eigentlich, war immer nur die Box selbst stylen, aber nicht den Content. Also ihr seht, da ist jetzt irgendwie ein schöner blauer Rahmen drum, da ist irgendwie so ein Pfeil, das sieht jetzt irgendwie ganz anders aus als vorher. Das ist immer noch, ihr könnt es hier sehen, tatsächlich ein echtes Select-Element, nicht irgendwas anderes. Und man möchte das aus vielen verschiedenen Gründen, möchte man eigentlich immer die nativen Browser-UI-Elemente verwenden. Man möchte das nicht von Hand irgendwie mit JavaScript irgendwelchen Layern nachbauen, weil es ist einfach so, es ist barrierefrei, es funktioniert immer mit der Tastatur und so weiter. Also kann ich hier mal zeigen, ich habe es jetzt mal angetappt, ich kann jetzt hier mit Leertaste öffnen, mit den Pfeiltasten hin und her. Das ist das Verhalten, was ich eigentlich von der Select-Box immer haben will. Genau. Also das ist so ziemlich alles, was die meiste Zeit jetzt irgendwie ging, und lange ging ja auch gar nichts. Ja. Also da hat man sich also früher Hintergrundfarbe irgendwie vielleicht noch, aber auch nicht in allen Browsern. Also früher hat man sich damit ausgeholfen, dass man die Teile tatsächlich komplett transparent gemacht hat und was drunter gelegt hat, was so aussehen soll, wie die Selectbox, die man haben will, und dass man trotzdem das native Element irgendwie verwenden kann, aber das ist irgendwie eklig. So, aber es wissen die Browserhersteller und diverse Interessengruppen schon sehr, sehr lange, dass das keinen Spaß macht, das zu stylen, und dass es diese Anforderungen immer mal wieder gibt. Viele Leute bauen dann sowas, also das sieht jetzt erstmal gut aus, da sieht man hier irgendwie Select und so. Ich kann mal zeigen, wie es aussieht, wenn man es bedient. Ja, schön, schick, ist komplett anders, ist komplett umgestylt.
So, und jetzt zeige ich euch aber mal, was da wirklich dahinter tickt, weil der Code hier, der ist ein bisschen misleading, weil da passiert eine Menge JavaScript im Hintergrund. Ist tatsächlich noch auf jQuery basierend. Oh. Die kennt vielleicht auch der eine oder andere noch. So, was aber hier in Wirklichkeit passiert ist, upsie, also, jetzt hat sich's rumgedreht, interessant. So, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, was ist hier denn eigentlich wirklich? Sorry, Nippon Paradka, dass wir dein Demo als Negativbeispiel zeigen. Tut mir leid. Genau, was hier nämlich eigentlich sichtbar ist, da unten ist das Select noch, aber das hat Display None bekommen. Und wenn ein Eingabefeld, egal, wenn irgendein HTML-Element Display None bekommt, dann wird das komplett entfernt aus dem DOM-Tree. Das bedeutet auch zum Beispiel Screenreader oder irgendwelche Technologien, ist weg, das ist verschwunden dann. Das heißt, es ist nicht mehr bedienbar, auch nicht mehr mit der Tastatur. So, was wir jetzt hier eigentlich sehen, ist ein Span mit irgendwas drin, mit irgendwelchen CSS-Klassen. Und dann irgendwie auch nochmal ein Div mit, das ist jetzt der Inhalt, und das wird alles per JavaScript auf und also die ganze Funktionalität ist mit JavaScript nachimplementiert worden. Natürlich aber nicht alles. Weil wenn ich jetzt da versuche reinzutappen, dann habe ich überhaupt gar kein fokussierbares Element. Also ihr seht, es ist irgendwie nach unten gesprungen, ich gehe nochmal nach oben. Ich klicke hier rein, es ist einfach nichts. Ich kann gar nichts mit der Tastatur machen und Screenreader sehen das Element überhaupt nicht. Also das ist nicht so die beste Idee, sowas zu lösen, wenn man jetzt irgendwie so Designanforderungen hat. Deswegen sind Menschen auf die Idee gekommen, da muss man was dran ändern. Und das ist jetzt so ein Standard, den haben wir, glaube ich, vor einem Jahr oder eineinhalb mal vorgestellt. Und seitdem hat sich leider nicht so extrem viel getan. Aber es gab dann Leute, die gesagt haben, hey, wir brauchen was Neues und was irgendwie barrierefrei ist und was richtig gut funktioniert. Das ist, glaube ich, nach wie vor immer noch nur Chromium. Das steht auch hier, genau. Experimental Web-Platform Features muss man dafür anschalten. Der Flag, das man extra aktivieren muss, hat sich deswegen habe ich jetzt hier extra einen ganz neuen Chrome mit dem Kram an. Übrigens, wenn man immer damit browst, dann passieren manchmal komische Dinge, wenn man das immer anhat. Ich hatte da schon sehr merkwürdige Effekte, dass Bilder nicht mehr geladen haben und so. Das sollte man nicht als Standardbrowser verwenden in diesem Zustand. Würde ich von abraten. Aber was sie erfunden haben, ist, sie haben gesagt, naja, Select, wir wollen das Web nicht kaputt machen, wir erfinden jetzt was Neues, wir nehmen nicht das Alte und verändern, sondern wir erfinden was Neues. Das heißt jetzt Select Menu, kann mehr, klingt ja schon mal super. Aber seitdem die Seite hier aufgesetzt haben, hat sich die Implementierung im Browser schon so verändert, dass die Demos leider nicht mehr alle funktionieren. Aber mich hat das hier schon extrem überzeugt. Das ist nämlich ein rundes Emoji-Button, auf das ich draufklicken kann. Und dann habe ich eine runde Select-Box, in der ich Sachen auswählen kann. Und das kann ich tatsächlich auch hier mit der Tastatur machen. Also das ist tatsächlich ein echtes Browser-Element, was der Browser unterstützt, mit allem Pipapo. Aber ich kann halt zum Beispiel das ganze Ding rund designen, was vorher halt nicht ging. Das Betriebssystem hat entschieden, wie es aussehen soll. Man kann es aber noch ganz anders machen. Also zum Beispiel auch so, irgendwie so Material-Design-artig, irgendwie so mit Schatten geht so ein Ding auf, das weiß ist und das wird so grau hinterlegt. Also ich kann tatsächlich auch den Inhalt irgendwie verändern. Die Demo geht, glaube ich, nicht mehr. Die geht auch nicht, wie ihr seht. Es gibt hier diesen, das finde ich noch ganz nett. Also das sind genauso diese Designanforderungen, die man gerne bekommt. Ja, mach das Ding nochmal größer, ich will da noch einen Text unten drunter haben. Geht alles mit Select nicht. Ich kann da drin gar nichts designen. Da ist einfach nur Text drin. Und vielleicht kann ich noch ein Emoji reinpacken. Und das war es dann auch. Bild ist schon Gülle, geht nicht. Und hier also auch sowas ein bisschen komplexer mit verschiedenen Gruppierungen. Und dann habe ich unten Emojis und genau. Oder zum Beispiel auch Color Picker. Es gibt natürlich auch nativen Color Picker. Es gibt ja Input Type Color, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Aber dann habe ich nicht so vorausgewählte Farben. Das Ding ist tatsächlich komplett. Du hast keine Palette, sondern du hast halt ein genau. Farbfeld. Ja. So, und das, ja gut, habe ich jetzt natürlich wieder was sehr Hübsches ausgewählt. So, aber wir haben natürlich ja versucht, das kaputt zu machen. Weil ich habe mich dann gefragt, wenn man da schon so viel verrücktes Zeug mitmachen kann, was kann man denn da alles reinpacken? Wie geht denn das? Und natürlich wieder eine kleine Demo gebaut. Also das hier ist, Moment, wir müssen wieder ganz nach oben scrollen. Nicht gleich mit dem Strange Stuff beginnen. Also das ist jetzt Select Menu Plain. Wenn ich einfach gar nichts damit mache, kein Style, nichts daran verändere. Also das zeige ich nochmal im HTML. Genau, statt Select einfach nur steht da jetzt Select Menu und Opt Group und Option. Das gibt es bei Select auch schon, also eine Gruppierung. Und das sieht dann so aus. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist jetzt schon irgendwie mit weißem Hintergrund und sieht schon, aber daran habe ich am Style jetzt tatsächlich gar nichts geändert. Das macht der Browser irgendwie so. Dann habe ich mir gedacht, okay, Regenbögen
wären doch irgendwie mal, wären mal Versuch wert. Ihr seht schon, das Ding sieht schon ein bisschen anders aus. Das Teil hier ist irgendwie rot und es ist farblich hinterlegt mit dem Pfeil. Das hätte man vielleicht mit CSS noch so. Ich glaube, den dicken roten Rahmen hätte man, glaube ich, nicht hingekriegt. Das nicht, nee, also. Aber man kann halt die Options auch mit Regenbögen hinterlegen. Sehr, sehr hübsch. Nicht mehr lesbar eigentlich. Und man kann da drin auch schön scrollen. Ist das aber, okay, da sieht man schon, die Implementierung ist ein bisschen komisch, weil wenn ich jetzt, eben ist es größer geworden beim Scrollen. Ja. Es ist, nee, also an meinem Code liegt es auf keinen Fall. Nein. Es liegt definitiv am Browser. Das hat schon mal funktioniert. Works on my machine, ihr wisst ja, ne? So, genau. Und das ist das, Moment. Ist das das? Nee, das ist das hier. Habe ich eigentlich nur, da gibt es eigentlich nur eine CSS-Klasse, die ich da draufgelegt habe, die heißt Styled. Und dann habe ich halt, genau, da könnte ich vielleicht noch erklären, wie das generell gestylt wird. Es gibt, da gibt es ein Pseudo-Element mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, Part. Das ist irgendwie, glaube ich, dafür erfunden worden. Das habe ich sonst noch nirgends gesehen. Ist das nicht für Web-Components auch, ne? Ist, ja, ich glaube, es ist auch für Web-Components. Und in diesem Fall gibt es da fertige mit dem Select-Box, Select-Menu gibt es da fertige Werte, die da reingefüllt werden können. Zum Beispiel der Button. Das ist das ganze Ding hier. Das ist quasi wie nochmal ein Selektor, der da übergeben wird als Parameter. Genau, da seht ihr hier Background Color Peach Puff. Das ist das hier, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Eine meiner Lieblingsfarben. Dann haben wir Selected Value, das ist das Rote. Also seht ihr hier Background Red. Also das ist wirklich der derzeit ausgewählte Text. Oder vielleicht auch was anderes, wie wir gleich noch sehen werden. Vielleicht nicht nur Text. Und dann gibt es noch List Box. Das ist die Box, die da aufgeht. Da sieht man hier Border Radius, 100 Pixel, Padding und so weiter. Minheit, was nicht so richtig greift. Genau. So, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht noch anderes komisches Zeug damit versucht hätten. Ich habe jetzt dann mal versucht, in Select-Menü alles reinzupacken, was mir so einfällt, was da nichts zu suchen hat. Also so, ich habe mir gedacht, okay, ja, keine Ahnung, was will man da vielleicht drin haben, irgendwie Bilder oder so, vielleicht noch Text, klar. Aber okay, was wäre mit einem Link? Es ergibt irgendwie keinen Sinn, weil ich klicke ja schon auf was drauf, ich wähle was aus. Link funktioniert, haben wir hier. Geht es hier auf www.siv.de, also unsere Webseite. SVG-Grafik, okay, das ist gar nicht so wild. Man kann zum Beispiel anderes HTML reinpacken, eine Liste und eine Überschrift, geht vielleicht auch noch. Ups, Moment, ein Eingabefeld. Weiß nicht, wofür das gut sein soll. Vielleicht, ah doch, das habe ich, glaube ich, in einer anderen Demo gesehen. So als Filter zum Beispiel könnte noch sinnvoll sein. Ein weiteres Select geht auch. Es ist ein bisschen schwierig, drauf zu klicken. Es geht da nämlich zu. Aber ich habe jetzt hier, ihr seht, ich habe es ausgewählt. Also Option 1, Option 2, das ist jetzt das, was ich ausgewählt habe. Das ist dieses komplette Select-Feld hier. Also steht dann quasi bei dem Ausgewählten immer das drin, was ich auch mit Text-Content, mit dem Attribut genau rausbekomme. Also wenn da kein Text drin steht und das nur irgendwie jetzt irgendein HTML-Element ist ohne Text, zum Beispiel bei SVG habe ich SVG dazu geschrieben. Also wenn jetzt kein SVG stehen würde, dann wäre das einfach leer. Ein Date-Picker geht auch. Und ein YouTube-Live-Stream-Video. Was im Endeffekt ein iFrame ist, der dann. Also ich stecke jetzt das nicht um, aber ihr glaubt mir, das läuft jetzt tatsächlich und da kommt jetzt Sound raus. Also dass auch das geht. Man kann natürlich noch andere Inputfelder reintun, irgendwie Range-Input. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da rausgehe. Ah nee, es geht trotzdem zu, schade. Also auch das. Und ich weiß nicht so genau, wie sinnvoll das ist. Vielleicht habt ihr noch Ideen, was man da noch reinpacken könnte, was da nicht hingehört. Ich glaube, YouTube-Live-Video war das Krasseste, was mir eingefallen ist. Also es ist im Endeffekt unrestriktiert, ne? Also es ist komplett alles, da rein. Ja, bauen, ja. Ich habe nichts gefunden, was nicht funktioniert da drin. Außer das Design ist jetzt irgendwie, es geht jetzt irgendwie in eine komische Richtung auf, weil, das würde ich vielleicht noch zeigen, also es hat mal so funktioniert, wie man es vermuten würde, aber wenn ich es jetzt aufklappe, wenn ich es jetzt so weit gescrollt habe, es ist jetzt am oberen Bildschirmrand, was würdet ihr sagen, in welche Richtung klappt es auf, wenn ich jetzt drauf drücke? Nach unten? Genau, falsch. Es klappt nach oben. Keine Ahnung. Wir wissen es. Es hat das schon mal funktioniert. Ich vermute, wir haben vor einer Weile mal die Popover-API vorgestellt und da gab es dann so eine ganz crazy CSS-Notation mit @position, wo ich dann Berechnungen drin anstellen konnte, wie viel Platz habe ich im Viewport und soll das erst oben und dann unten angezeigt werden und so weiter. Und ich vermute, dass in Chromium das schon implementiert wurde, auch jetzt für diese Select-Menüs.
und wir das in der Demo im Endeffekt updaten müssen. Mhm. Aber ich würde trotzdem erwarten, dass der Default-Zustand das automatisch macht, dass er den Viewport nicht nutzt. Ja, aber wie gesagt, das ist alles irgendwie so top-notch, alles ganz neu. Und wir haben ja auch diesen die CSS-Subgrid-Geschichte jetzt irgendwie schon seit 2 Jahren verfolgt im Bugtracker von Chromium. Also die Sachen brauchen einfach eine Weile, bis sie implementiert werden. Und ich bin gespannt, ob da noch was zusammengestrichen wird, dass ich da nicht alles reinpacken darf oder ob das so bleibt. Wie schnell wir das nutzen können. Aber ich befürchte, so im nächsten Jahr wird das noch nichts. Das, ich bin ein großer Fan von. Das soll unbedingt ganz schnell live gehen, weil da so viele Probleme mit gelöst werden. Ja. Also ich erinnere mich noch, dass ich mal auf einer Konferenz war, JSConf war das, glaube ich, wo ein damaliger Mitarbeiter von Microsoft irgendwie so eine große Kampagne gefahren hat. Ich will jetzt wissen, mit welchen Formularelementen habt ihr den meisten Pain? Der hat da eine Umfrage gemacht und da kam am Ende mit Abstand raus, Select ist der größte Schmerz bei allen, weil man damit quasi gar nichts machen kann. Und das wäre wirklich, wirklich eine tolle Sache. Weil es ist halt vor allem das letzte Inselchen noch an Formularelementen bisher, außer was, wo wir gleich noch drauf kommen, was sich halt noch nicht stylen lässt. Also selbst Checkboxen, das war ja auch früher eine ziemliche Pain, die man dann auch irgendwie versteckt hat oder umpositioniert hat und dann irgendwie ein anderes Element hin, Span hinten dran und mit dem Checked Pseudo-Selector dann irgendwelche Dinge gebastelt hat. Selbst das geht ja jetzt inzwischen eigentlich ganz gut. Und jetzt so das und auch Select Checkboxen ist noch das und Radio-Buttons und sowas, das kann man mittlerweile eigentlich alles ganz gut mit Bordmitteln machen. Genau. Oder es gibt anerkannte Workarounds, die wirklich gut auch für alle Systeme funktionieren und auch so. Accessible sind. Auch accessible sind, aber das Select ist einfach ein Pain in the Butt. Ich brauche Select-Menu. So, ihr seht jetzt hier gerade noch einen Cursor blinken. Ich habe hier gerade nochmal, also ich mag es ja gern bunt. Was meinst du, wäre eine Schande, wenn der nicht auch als in Regenbogenfarben blinken könnte, oder? Finde ich auch. Gut, also schwache Überleitung, ich weiß, aber in unserer nächsten Demo habe ich genau das mal versucht, weil es gibt nämlich tatsächlich eine Eigenschaft in CSS, die heißt Carrot Color. Und wir haben vorhin tatsächlich live noch debuggt, ob wir irgendwie hinkriegen können, dass der Cursor ein bisschen breiter ist. Und wir haben es tatsächlich auch dann geschafft, weil wenn ich jetzt da reinklicke, dann macht euch gefasst auf Regenbogen. Weil es ist tatsächlich möglich, nicht nur in einer Farbe einzufärben, sondern tatsächlich mit einer CSS-Animation, hier mit einer Keyframe-Animation, einfach durch verschiedene Farben durchzurotieren. In dem Fall halt einfach Green, Yellow, Red, Blue. Und die Übergänge werden vom Browser gemacht und es blinkt halt so, ich glaube, irgendwo habe ich noch die Zeit angegeben, 0,5 Sekunden. Das Infinite, das heißt, das rotiert immer weiter und der Cursor blinkt jetzt sehr, sehr bunt. Und ich glaube, man kann es sogar ganz gut sehen. Standardmäßig ist der immer nur ein Pixel dünn. Und ich kann es auch nicht irgendwie, ich kann da keine Width setzen oder so. Und dann, irgendjemand hat uns vorhin, ich glaube, du warst das, ne? Aber dann probiert doch mal, das Ganze mit einem Transform hochzuskalieren. Und das war tatsächlich die Lösung. Genau, und wir haben hier Transform Scale 8 in dem Fall, also wirklich achtfache Vergrößerung von diesem Eingabefeld. Also mit Zoom hat es nicht funktioniert, mit Font Size hat es nicht funktioniert, aber mit Transform Scale hat es funktioniert und jetzt ist das Ding tatsächlich auch relativ breit, ist natürlich nur für Demo-Zwecke jetzt so groß. Aber Regenbogen-Cursor auf eurer Seite ab morgen. Genau. Ganz einfach. Also das sind natürlich jetzt Kleinigkeiten und was wir hier vorstellen, ist natürlich alles immer viel Gespiele und nicht unbedingt für den Alltagseinsatz gedacht, aber es ist halt, wir kommen an einen Punkt, wo wir kaum noch Elemente haben, die vom Browser vorgegeben oder aus dem System-UI kommen, sondern wir können alles beeinflussen. Ob das jetzt unbedingt gut ist oder schlecht, so mit den Scrollbars, ne, kann man sich drüber streiten, aber es ist halt einfach, es ist möglich. Also wir sind einfach immer weniger eingeschränkt und wir haben jetzt so an Layout-Funktionalitäten in CSS endlich auch einen Punkt, wo eigentlich alles möglich wird und früher gab es nicht mal abgerundete Ecken, wie man sie jetzt hier sieht, ja. Und jetzt kommt halt an Implementierungen nichts mehr groß bahnbrechendes, sondern es geht halt in die Details. Und ich kann jetzt halt die Carrot-Farbe da ändern und ich kann Selects ändern und so weiter. Also ich finde das nicht schlecht. Also man kann einfach jetzt, ne, viele wissen das auch noch gar nicht und man kann aber irgendwie auf einer Seite vielleicht dadurch hervorstechen, dass halt mein Textcursor auch zu der Farbe passt. Jetzt nicht unbedingt bunt blinkt, aber dass er halt von der Farbe her passt und dass meine Scrollbars irgendwie schicker Ich glaube, aussehen. In den meisten Fällen sollte man die Finger davon lassen. Wenn man es gut macht, kann man es durchaus benutzen. Ich bin da auch sehr gespalten, ob man das tun sollte oder nicht. Oder ob man so wirklich diese Möglichkeit, da bin ich mir echt nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt es ja gute Anwendungsfälle. Mir fällt jetzt außerdem hier keiner ein, aber
Ja, weil meistens der Browser eigentlich ganz gut weiß, wenn er die Hintergrundfarbe von einem Element kennt, wo ein Cursor drin blinkt, dann weiß er auch ganz gut, in was für eine Farbe der Cursor sein sollte, um dann ausreichenden Kontrast zu bieten. Das ist sehr wichtig. Gut, dann. Ich habe gerade schon angesprochen, eine der letzten Bastionen im Formularbereich war immer der Auswahl-Button, Datei auswählen, also Input-Type File. Und da haben wir in der Folge mit Manuel Matusowitsch, der ja auch schon sehr lange in diesem Game dabei ist, haben wir festgestellt, dass wir das alle drei nicht kannten, obwohl das schon irgendwie seit 8 Jahren oder so funktioniert. Und man sieht das auch ganz oft auf Formularen, auf Seiten in freier Wildbahn, die sind irgendwie schön gestylt und alles ist irgendwie schön in CI-Farbe, aber diese Upload-Geschichten, die sehen, entweder sind sie komplett ersetzt durch so einen File-Picker mit ich kann Drag-and-Drop benutzen und so, oder sie sind halt einfach hässlich grau. Und man kann das mit, hier unten sieht man es, File Selector Button als Pseudo-Element, kann man das tatsächlich stylen und kann es dann ganz normal Background Color, Padding, Border, Margin und so weiter den Button stylen. Und das wussten wir alle drei, die wir da saßen und das schon lange machen, wussten wir das nicht. Kannte das schon jemand? Wusste das jemand? Setzt es ein. Ja. Ich hab mal wieder was gelernt. Ja, meistens war der Weg früher drumherum, auch dieses Ding halt auf Opacity 0 zu setzen, also durchsichtig zu machen und dann irgendwas hinten dran zu legen, was fürchterlich hässlich ist und dann war es auch nicht accessible von Browser zu Browser extrem unterschiedlich, wie groß dieses Ding standardmäßig ist, weil manche haben noch einen Text, also hier steht zum Beispiel keine ausgewählt unten drunter, wenn ich da drauf drücke, dann sehe ich tatsächlich auch, also ich kann auch unten draufklicken auf den Text, jeder Browser macht es anders, also bin ich auch um alles froh, wie man das Ding irgendwie stylen kann. Okay. So, wir haben gerade angezeigt bekommen, wir haben noch fünf Minuten. Müssen wir uns jetzt beeilen. Was zeigen wir noch? Wir haben noch eine Rubrik und das Ende. Ich glaube, da kommen wir schon. Achso, meinst du? Ich glaube, da brauchen wir gar nichts mehr. Okay, Musik machen wir nicht mehr? Okay, alles klar. Gut. Hätte ich jetzt gesagt. Was haben wir denn noch? Achso, ja, genau. Dann kommt jetzt. Moment. Normalerweise. Das Geil-Teil. Wird beim Jingle mitgesungen hier vorne. Sehr schön. Bitte ab jetzt immer, wir müssen vielleicht im Livestream müssen wir diese Jingles vielleicht auch mal. Ja, wir brauchen einen Rückkanal. Ihr müsst alle parallel auch live gehen. Egal. Das Geil-Teil seid natürlich ihr. Okay, ja, ich weiß. Ich habe tatsächlich ein kleines Geilteil mitgebracht, was jetzt ziemlich gut zu den Sachen passt, weil wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, ja, Standards. Also müssen wir vielleicht kurz nochmal erklären. Also Geilteil ist bei uns immer so ein Ding, einer von uns beiden sucht sich irgendwas raus und das muss dann auch gar nichts mit dem, was wir täglich so machen, mit Technik zu tun haben, sondern es kann auch ein Künstler sein, Musik, irgendwas. Aber heute hat es tatsächlich was mit Heute ist es was Technisches und zwar eine Initiative auch von Emanuel Matusowitsch, wir haben ihn gerade schon angesprochen, und zwar die Seite htmhell.dev. Kennt vielleicht der ein oder andere, da werden so ein bisschen Negativbeispiele gesammelt, wie man HTML nicht verwenden sollte. Da geht es meistens um barrierefreies HTML, aber auch semantisches HTML. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man mit HTML nativ hat, aber oft sieht man trotzdem dann irgendwie so die Diff-Suppe, also wird irgendwie nur das Diff-Element verwendet und dann JavaScript draufgeworfen und in den meisten Fällen ist das keine gute Idee. Also ich habe fast noch nie gesehen, dass jemand zum Beispiel in Select mit JavaScript vernünftig nachimplementiert hat. Weil es wird immer irgendwas vergessen. Irgendeine Tastaturkombination, die du damit verwenden kannst, die Escape-Taste, was weiß ich. Es gibt so viele Sachen, die da standardmäßig drin sind. Und bei HTML werden so Negativbeispiele gepostet, aber es ist nicht nur negativ. Also ihr habt da oben auch gesehen, da gibt es auch den HTML-Heaven. Aber bei jedem Beispiel, was hier zum Beispiel Button, Display, Flex, Roll, Button, also Roll-Button auf dem Button, der ist schon ein Button, weiß vielleicht nicht jeder. Es gibt auch immer einen Tipp, wie man das dann löst. Und ich finde, es ist eine super Seite. Ich mag das sehr gerne. Da auf jeden Fall mal ab und zu irgendwie die Beispiele reingucken. Da kommt nicht so extrem oft was Neues dazu. Ihr seht hier gerade 18. Juli, aber die alten, es sind 32 Beispiele, die alten sind auch schon ganz gut und sehr aufschlussreich. Genau, also wenn man jetzt hier nochmal eins anguckt, hier Link, Aria Label, warum hast du nicht einfach einen Linktext? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber es ist halt schön, dass nicht nur gemeckert wird und irgendwie so Finger zeigt, sondern dass man eben halt auch sieht, wie macht man es denn richtig. Und gerade so für Einsteiger ist es ja dann auch sehr schön zu sehen, wie man es denn richtig machen kann. Genau, so, jetzt müssen wir uns beeilen. Also dann zeigen wir noch kurz, Zeigen wir noch was? Unsere Seite.
Da dürft ihr gerne mal drauf gehen. Wo wir sind, ist vorne.show oder www.sivv.de, dann schon umgeleitet, kürzer zum Tippen. Da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Wir streamen regelmäßig auf Twitch, wie wir vorhin schon gesagt haben. Wir machen Podcast, den könnt ihr ganz normal abonnieren. Per RSS-Feed in eurem Podcatcher findet ihr den hoffentlich auch einfach so, wenn ihr unseren Namen eingebt. Wenn ihr auf die Seite kommen wollt, dann könnt ihr auch jetzt mal kurz abscannen, wer will. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Und damit kommen wir zu das Ende. Ja, ich schäme mich da immer. Selbst wenn dieser Jingle vor stammt mir aus einer Zeit, in der wir noch keine Jingle hatten und alle selber eingesungen haben. Und dann haben wir, Konstantin hat irgendwann mal gemeint, jetzt schneiden wir mal einen zusammen aus den Sachen, die wir da irgendwie gemacht haben. Und das jedes Mal vor Publikum schäme ich mich schon so. Vielleicht brauchen wir einen neuen, okay. Ja, normalerweise, wenn wir einen Gast, eine Gästin haben, dann hat der, die Gästin das letzte Wort. Und da wir heute bei euch zu Gast sind, habt ihr das letzte Wort. Ich zähle jetzt bis drei und dann darf einfach jeder ein Wort sagen. Eins, zwei, drei. Mega. Sehr schön. Super. Das war's. Dann vielen Dank, vielen Dank. Fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut. Ciao.